Hello, hello, all of my love. Welcome to my very, very small Tommy Lee Fun Channel. Today is Wednesday, the day after Tuesday and the day before Thursday. Ciao, Kak Bang. Hallo, Freunde. Hello, all of my fans. Yeah. Wir schauen mal wieder in die Märkte rein. Wie sehen die Märkte heute aus? Das ist nun der 28. Kriegstag in der Ukraine. Okay, starten wir wieder mal nach Asien, dann rüber nach Europa und Deutschland und dann rüber nach Amerika, wo es noch gehandelt wird und dann über Info über Krypto und dann gebe ich euch ein paar Info, warum, wieso die Börsen steigen oder fallen heute, ja? Okay, let's start! Also in Asien sieht heute ganz gut aus, wie ich sehe, der Hang Seng aus Hongkong plus 1,12, der Shanghai ab plus 0,34 und in Japan sogar plus 3%, also verknüpft von gestern das Plus aus USA. Schauen wir mal in den europäischen Märkte mal rein. In Europa sieht es ziemlich düster aus, also es ist abgeschlossen in Minus, ja, man macht Asien nicht nach, aber es gibt Gründe, warum, ja, okay. Also, der Eurostock 50 minus 1,45, der DAX minus 1,31, CCA 40 minus 1,17, meine ich, Großbritannien minus 0,22 und in Italien fast 1% in Minus. Nicht gerade rosig heute, in der Mitte der Woche. Okay, schauen wir nach in Deutschland mal kurz rein. Ja, der S-DAX ist ziemlich tief in Minus, 1,67. Der S-DAX sieht auch nicht besser aus, der Tech-DAX sieht auch nicht besser aus, 1,26. Und der M-DAX minus 1,17. Schauen wir mal Tagesgewinner und Verlierer heute im M-DAX und in DAX mal kurz noch rein. Tagesgewinner ist wieder mal KSAG, also das ist in Rüstungsindustrie. Gestern sind die gefallenen Gewinnmitnahme heute wieder in Plus. Der Rheinmetall ist auch in Plus, ja, Airbus auch in Plus. Tja, Kriegstage gewinnen die Kurse der Kriegsgeräteproduzenten, ja. Also, ihr wisst ja, was ich schon darüber gesagt habe, ja. Okay, in Minus ist Kion Group minus 5,36 und die anderen auch, ja, wie ihr seht. Okay, rüber nach DAX. Der DAX sieht so aus, dass Brenntag 1,2%, also ziemlich nur 1, 2, 3, 4 Werte in Plus, ja. Der Rest ist in Minus. Wo ist tief? Ja, na wieder klar, ja. Das sind Delivery ist in Minus, Zalando ist Minus, tief in Minus, also. Tja, HelloFresh auch in Minus. Also die Technologiewerte sind in Minus, auch sogar Energieversorger in Minus. Aha, okay. Geht Gründe warum, ja? Okay, gut, rüber nach USA. In USA sieht heute auch nicht besser aus. Der Dow Jones ist minus 1,14, Nasdaq 0,93 und der S&P 500 fast knapp 1%. Schauen wir mal in den Nasdaq mal kurz rein. Tagesgewinner und Verlierer. Oh, Gewinner, wieder chinesische Aktien wieder, ja, der Pinduoduo wieder heute knapp 7%, ja. Apple ist gestiegen, ja, ich habe meinen Kumpel beraten, dass er abkaufen soll. Jetzt steigt die letzten paar Tage, wo er Apple gekauft hat, immer weiter, ja. Also guten Fang gemacht, mein Freund. Okay, DJ
Booking.com ist die chinesische Aktie auch gestiegen. Tesla natürlich auch, ja. Okay, das sind viele Werte in Plus. Schauen wir auch in viele Werte auch in Minus. Gucken wir mal Tagesverlierer mal an heute. Wer ist am Schlusslich? Okay. Adobe ist minus 9%. Moderna ist auch in Minus. Ach, was ist los mit. Ja. Impfstoffkonzern hier. Moderna. Mann, ey, fast halbiert oder was? Okay. Schauen wir mal in der Dow rein. Der Dow sieht so aus. Ja, der Apple ist natürlich führen. Ja, okay. Energieversorger auch. Nike ist auch. Nike hat sehr gute Sachen rausgebracht. Daher gestern gestiegen, heute nochmal. Gestiegen, ja, okay, und dann kommen die Verlierer. Okay, Verlierer Home Depot, Salesforce, American Express. Okay, das sind die Verlierer heute, ja. JP Morgan, die Bankenwerte sind heute auch irgendwie im Minus, komischerweise, ja. Okay, nun rüber zur Kryptowelt. Ja, Kryptowelt ist ein bisschen gefallen. Gestern war 2 Billionen, ja, 2,10 Billionen irgendwie, und heute ist irgendwie nur minimal gefallen, ja, also praktisch 2 Billionen Marktkapitalisierung, 2 Billionen US-Dollar immer noch, ja. Der Bitcoin hält noch über 42.000, ja, und den Ethereum hat ein bisschen Gewinnmitnahme bekommen, war über 3.000 US-Dollar, jetzt nur noch unter 3.000, ja. Die anderen Werte sehen auch ein bisschen weniger aus, ja, okay. Hier in den Werten ist nur Shiba Inu ist plus 2%, ja, also bei Kryptowelt ist die Welt noch in Ordnung, ja, mal schauen mal, wie heute Abend daraus wird, vielleicht wird noch besser, aber zurzeit sieht es so aus. Immerhin hält die Marktkapitalisierung über 2 Billionen, ja. Und wie gesagt, ich tendiere, dass die Bitcoin und anderen Coins zusammen die Marktkapitalisierung 2,5 Billionen US-Dollar sprengen, eventuell bis Ende des Jahres auf 3 Billionen, das wäre ja optimal, ja. Okay, schauen wir mal kurz in diese Angst- und Gier-Index vom Bitcoin mal kurz rein, ja. Also, heute hat sich ziemlich verbessert, ja. Gestern war der Angst- und Fear and Greed-Index für Bitcoin war gestern die Zahl 26, heute ist auf 31 gestiegen, also weniger Angst als gestern, war trotzdem immer noch im roten Bereich, ja. Also schnell in gelb und dann in grünen Bereich, damit wir alle reich werden. Okay, so sieht's aus. Gut, ich gebe euch ein paar Info, warum, wieso die Kurse heute gefallen sind, ja, manche Werte und manche sind gestiegen, okay? Also, Angst vor Inflation ist wieder zurückgekommen, ja, also die Zahlen der Inflation in Deutschland ist, hat man gerechnet, 5,6 bis 6,1% ist die Inflation, ja, also ist genauso so hoch wie 1981, glaube ich, war das genauso hoch. Also die Angst der Inflation nicht wieder zurückgekommen, ja, daher steigt die Leute schnell in Aktien wieder raus, Gewinnmitnahme, und steigt wieder in Anleihen, ja, also die deutsche Anleihen ist heute wieder mal gestiegen, das ist der Grund, ja, also Angst vor der Inflation, natürlich, zweiter Grund, auch Angst wegen Ukraine-Krise, ja, also der 28. Tag in Ukraine wird noch bombardiert, ziemlich stark, ja. Ich gebe euch noch ein paar Info. Heute hat der russische Präsident gesagt, die Feinde der Russen, also praktisch die Städte, die Länder, die Russland auf die schwarze Liste gestellt hat,
müssen, wenn die Gas oder Öl von Russland kaufen, in Rubel bezahlen, ja. Also das ist eine Nachricht, wo an der Börse nicht gerade gut ankommt, weil die europäischen Länder, also der EG, der EU, ja, ist unter dem EU gehört ja auch natürlich Deutschland, Österreich und so weiter, andere Länder, die müssen dem, also Putin hat es beauftragt, Länder, die feindselig zu Russland gehören, also auf der Blackliste, russische Blackliste, sind auch Deutschland dabei, müssen zukünftig in Rubel bezahlen, wenn sie Gas oder Öl von Russland kaufen. Ja? Also, was ist daraus gekommen? Deutschland hat gleich ihren Statement abgegeben. Das ist Vertragsbruch. Ja, also wieder mal kann man auf Russland nicht vertrauen, ja. Das hat die Deutschen zuerst mal unsere Regierung gesagt, also eine von unserer Regierung, ich verrate nicht, lieber nicht den Namen, ihr liest das in der Zeitung, das wird auch vorkommen, ja, oder in den News. Österreich will natürlich auch nicht in Rubel bezahlen. Das ist auch ein Unding, ja. Also, dass sowas kommt, ja. Plötzlich sagen hier, vertrage ich in, also ich werde nicht mehr in Dollars oder in Euro bezahlen. Und die Europäer haben natürlich in Euro Verträge und plötzlich soll man in Rubel bezahlen, ja. Also, das ist. Ja, das ist ein Statement also eine Ansage von Putin und dadurch reagiert der Markt natürlich nicht so freundlich. Da stürzt er sie ab zum E.ON Energieversorger gleich Wut runter, ja. Gleich abwerten. So, und nun kommen ein paar Nachrichten dazu. Frankreich wirft Russland als, ja, den Begriff wollte ich nicht sagen, aber es ist nicht gut, ja, was Russland zurzeit in der Ukraine macht, ja. Also die bombardiert Ukraine platt, kann man ja sagen, ja. Deutschland will natürlich wieder zusätzliche Waffen an die Ukraine liefern, ja. Und Schweden hat jetzt schon zugesagt, dass die noch 5.000, ja, Panzerabwehr-Dinger, das Dinger oder wie nennt man sowas, dieses Abwehrgerät da gegen Panzer, ja, also liefern, also und Equipment für Minensuche, ja, wo die liefern, also praktisch in ihren Etat haben die jetzt, geben die jetzt 20 Millionen Euro, umgerechnet 20 Millionen Euro dafür, ja, die Ukraine zu unterstützen, ja. In Deutschland, also die Deutschen werden auch Ukraine Waffen liefern. Ja. Ich denke, anderen europäischen Ländern auch, aber bis jetzt hört es zuerst mal die beiden Länder. Ja. Ja, und Kanada hat keine Waffen mehr zu liefern. Aber ich denke, ja, wenn die nicht liefern, dann müssen die Amerikaner das nachliefern. Ja. Daher, ja, Waffen liefern, das bedeutet ja auch die großen Waffenindustrie, ja, genau wie die beiden deutschen Waffenindustrie, Rheinmetall und das andere Unternehmen, ich mache keine Werbung, ja, liefern das auch, ja, ich meine, müssen ja, ich denke, auf Hochtouren produzieren, dadurch, ja, ihr wisst ja, wenn Aufträge kommen, ist die Aktien gefragt. Die sind heute wieder mal gestiegen, ja? Okay. Also Frankreich wirft Russland als Massaker also vor, ja? Also die macht dort ein Massaker. Also das ist zurzeit wirklich nicht gut in der Ukraine, ja, zu sein. Daher ist es zurzeit die Lage ist nicht entspannt, sondern wird immer kritischer. Ja. Viele europäische Länder liefern an Ukraine Waffen gegen Russland. Wiederum wird Russland europäische Länder auf ihre schwarze Liste setzen. Ja. Und die Sanktionen, die jetzt europäisch gegen
Und die NATO, Europa, Amerika, alles irgendwie zusammen gegen Russland sanktioniert. Darauf schauen wir mal, wie Putin jetzt weiter reagiert. Ja? Wir hoffen mal, dass die Lage mal wieder entspannt wird. Aber meine Hoffnung, ich denke mir, wird nicht erfüllt, kann man ja sagen. Und nun kommen wir mal zur Kryptowelt. Ja? Kryptowelt sieht so aus. Ja? Gestern habe ich euch ja gesagt, die EU hat diesen Verbot auf Krypto irgendwie unter dem Tisch gekehrt, sagen wir so. Daher reagiert der Kryptomarkt auch ganz schön. Ja? Also von 1,75 irgendwann mal ist auf über 2 Billionen US-Dollar, ja, und heute haben die ein bisschen Minus gemacht, also 0,2, also minimal Minus gemacht, aber wegen Gewinnmitnahme, ja. Ich denke mal, im Laufe des Tages oder heute Abend wird noch Schwankungen kommen, entweder steigt nach oben oder nach unten, je nachdem, aber ich denke mal, das wird nach oben steigen, weil Verbot von Krypto ist irgendwie nicht mehr vorhanden, ja, also zur Zeit, ja. Daher sieht man ja auch, dass die Angst- und Gier-Index ist heute um 5 Punkte gestiegen, im Vergleich zu gestern 26, heute ist auf 31 gestiegen, ja. Also wird besser und besser in der Kryptowelt. Nun, das war's heute für heute, ja. Es gibt ein paar Werte, die heute gut laufen, zum Beispiel Apple und so weiter, ja, weil die natürlich immer noch günstig im Vergleich zu vor ein paar Monaten, aber es sind viele Werte in Minus geraten. Das ist, wie ich euch auch schon gesagt habe, wegen Inflation und wegen Ukraine-Krieg, ja. Die Gewinner auf der Seite von Krieg ist natürlich Waffenproduzent, ja, und Verlierer heute sind die ein paar Energiekonzerne, ja, wegen der Äußerungen oder Aussagen von Putin, alles irgendwie in Rubel bezahlen müssen, ja, obwohl die Verträge in US-Dollar oder in Euro abgeschlossen waren, ja. Okay, das war's, die Gründe, warum, wieso, ja. Wie gesagt, ich bin kein Finanzberater, okay? In diesem Sinne, wir beten für die Menschen in der Kriegregionen, ja? Und wir beten für den Frieden und hoffe, dass der Krieg bald zu Ende geht in der Ukraine. Sonst sehe ich ganz schön schwarz hier in Europa, ja? Okay, Freunde, wir sehen uns morgen und relax euren Tag mit euren Familie. Okay, bye bye, see you next time. Give me a like if you like, if not, give me a like, okay? Peace to you all.